Obwohl du und alle um dich herum den ganzen Tag am Handy spielen, denkst du brauchst kein Mobile Recruiting. Finde den Fehler. Jetzt sagst du, haha, ich habe doch Mobile Recruiting. Meine Karriereseite ist mobil optimiert. Finde wieder den Fehler. Würdest du dich als Bewerber abgeholt fühlen, an dem Ort, an dem du dich tatsächlich aufhältst, nur weil eine Seite jetzt lesbar ist auf dem Handy? Ich bin Sophia Robke und ich möchte dir in der heutigen Folge einiges über das Thema Mobile Recruiting erklären und das bei dir voll auf die Agenda setzen. Also viel Spaß beim Zuhören. Wenn du wirklich Mobile Recruiting machen möchtest, dann bedeutet das natürlich viel mehr als mobil optimieren. Denn tatsächlich ist es so, dass dieses Thema mobiles Endgerät der Raum ist, an dem wir uns ziemlich häufig aufhalten, wenn wir uns im digitalen Raum bewegen. Und eine Mobile Recruiting-Strategie muss das ganzheitlich umfassen. Das bedeutet in puncto Content, wie sehen die Inhalte aus, die du gestaltest, und in puncto Distribution, also wo findet man die Informationen über dich. Und um das Ganze nochmal ein bisschen mit Zahlen zu belegen, warum das so wichtig ist, dass du eine umfassende und ganzheitliche mobile Strategie hast für dein Recruiting. Knapp 80% aller Jobsuchenden suchen Stellenanzeigen über ihr Handy. Zwar ist es so, dass 90% der Personen von zu Hause aus nach Jobs suchen, aber 80% gleichwohl von diesen 90% sind dabei am Handy. Also alles findet übers Handy statt. Und das liegt nicht nur daran, dass das technisch möglich ist, sondern das liegt einfach daran, dass du alles Digitale über dein Handy machst. Sei es die Flugbuchung, sei es die Hotelbuchung, sei es du bestellst irgendwas über Amazon, du holst dir irgendeinen Content runter, weil du gerade ein Hörbuch hören möchtest. Deine gesamte Kommunikation findet eigentlich über dein Handy statt. Und genau da muss sich der Prozess des Recruitings auch vereinfacht widerspiegeln lassen. Ich möchte dir noch mal kurz drei Punkte nennen, die für dich wichtig sind, damit du ein perfektes Mobile Recruiting machst. Punkt 1, also das mit dem Mobil Optimieren, ist wirklich ein absolutes Muss. Niemand hat Bock, nach links und nach rechts da noch zu scrollen, um die Texte, die Sätze fertig zu lesen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Punkt 2, du musst deine Inhalte anpassen. Lange Texte funktionieren nicht gut auf so einem kleinen Device wie dem Handy. Selbst wenn du mit einem iPad arbeitest, funktionieren diese ewig langen Texte nicht so gut. Deswegen versuch dich wirklich auf das Wesentliche zu fokussieren. Arbeite vielleicht nicht mit vollen Sätzen, sondern vielleicht mit irgendwelchen Textstücken, wo einfach die wichtigsten Informationen drin sind. Und wirklich mach auf dich Aufmerksamkeit dadurch, dass du das Wichtigste betonst. Weil die Aufmerksamkeitsspanne ist so klein auf so einer kleinen Device, dass du da wirklich den Punkt setzen musst und treffen musst, damit du da erfolgreich bist. Jetzt geht es aber auch noch, wie ich bereits gesagt habe, um das Thema Distribution. Und dieses Thema ist wirklich wichtig, denn wenn du deine Karriereseite mobil optimiert hast, dann bedeutet es nicht unbedingt, dass alle Leute auf deiner Karriereseite sind, ganz und gar nicht. Sondern das bedeutet einfach nur, wenn sie irgendwann mal dort gelandet sind, können sie es wenigstens noch halbwegs lesen. Also, wo bewegen sich heute Bewerber? Alle sind am Handy. Wir sind heute 3 Stunden am Tag am Handy. Und in diesen 3 Stunden musst du irgendwie auf dich aufmerksam machen. Hier werden Mails gecheckt. Hier werden WhatsApp geschrieben, hier wird Facebook gecheckt, du bist in den Newsfeeds von Xing, von LinkedIn, von Instagram. Das überprüfst du alles und schaust nach den Neuigkeiten, die für dich relevant sind. Und genau da musst du dich platzieren. Nicht in der Zeitung, nicht unbedingt auf der Stellenanzeige von Indeed. Keine Ahnung, wie man dich da finden soll, wenn du aufgelistet bist unter 100 Positionen. Sondern versuch dich mal wirklich in den Newsfeeds deiner Zielgruppe zu platzieren und schau mal, was passiert, wie das dein gesamtes Recruiting verbessern wird. Also, es geht dabei auch darum, dass du dich einfach darüber, dass du kapierst, okay, alles findet mobil statt,
über mobile Formate, zum Beispiel in den Newsfeeds, in den Kopf deines Traumkandidaten pflanzt. Und dazu musst du die sozialen Medien nutzen, weil dort bewegen die sich. Werde für dein Unternehmen Teil der mobilen Welt und erreiche dadurch genau die Bewerber, die du erreichen möchtest. Und diese mobile Welt, die wird auch nicht aufhören, sondern es wird immer mehr werden. Und genau deshalb heißt es für dich Mobile Recruiting jetzt. So, das war's bereits von dieser Folge. Ich freue mich schon, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder dabei bist. Oder auch, wenn du Fragen hast, komm gerne auf mich zu. Ich bin gespannt, von dir zu hören. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg und revolutionäre Erkenntnisse.